Seinen guten Lorat. Da bist du ja. So, ja, der Abt und seine Gelehrten wurden von Elias ermordet. Was hat er genommen? Schriftrollen aus dem verbotenen Archiv. Er will ein geringes Übel beschwören. Er hat was? Welches, verdammt? Wo? Oh, das wissen wir natürlich nicht. Elias kann die Steppe mit Blut tränken. Aber ein geringes Übel kann den Kontinent auslöschen. Oder Schlimmeres. Kommt. Elias' Dämonenfreund ist da drin. Beten wir, dass er uns zu ihm führt. Ich meine, was sind denn die geringen Übel? Das frage ich mich auch gerade. Was wäre denn, wenn er ein schlimmes oder ein heftiges Übel beschwört? Das wäre doch viel schlimmer. Also ein geringes Übel hört sich gar nicht so schlimm an. Vielleicht seid ihr zu jung. Die großen Übel solltet ihr kennen. Diablo, Mephisto und Baal. Oh, dann vielleicht Andariel. Die geringen Übel gehören zu ihrer verrotteten Sippe. Asmodan, Belial, Andariel und Duriel. Jeder von ihnen hat die Menschheit seit Anbeginn der Zeit heimgesucht. Und sie werden es gerne wieder tun. Oh, das heißt, er will vielleicht Andariel oder so beschwören. Das wäre mal ganz cool, die wiederzusehen. So, was ist denn hier zwischen euch vorgefallen? Er stellte mir endlose, neugierige Fragen. Offen gesagt, sollte ich mir mehr Gedanken über eure Vergangenheit machen. Jemandem zu vertrauen, der so mit Lilith verbunden ist, ist ein Risiko. Eines, das ich nicht leichtfertig eingehe. Na, ich denke, wir haben uns auf jeden Fall schon relativ gut bewiesen, aber lass uns dann mal anfangen. Er schützte diesen Narren. Genba? Das ist Elias' Werk. Aber wo ist er? Die Antwort liegt in seinem Magen. Eine zarte Hand. Die eines Adligen. Elias hat diese Kreatur nicht nur mit edlen Stiefeln gefüttert. Dieser Mann hatte Familie. Oder diese Frau. Dämonen müssen brennen. Das ist falsch. Ah, dieses Medaillon trägt das königliche Wappen des Herrschers von Gul'ran. Ehemaligen Herrschers. Natürlich. Das reicht, alter Mann. Den Toten zollt man Respekt. Man zollt ihnen gar nichts, solange die Lebenden bedroht sind. Nun hat Gul'ran dank Elias einen neuen Herrscher. Die Toten mögen euch nichts bedeuten, aber dieses Medaillon könnte den Trauernden Frieden bringen. Nun gut. Um Elias zu finden, müssen auch wir nach Gul'ran reisen. Kommt mir nach, und zwar rasch. Okay, das heißt, es geht jetzt nach Gul'ran. Oh, und meidet die Stadttore. Zu viele Kannibalen. Geht zu den Klippen, dort werden wir Hilfe finden. Okay, wenn du das sagst, laufen wir jetzt einfach hinterher. Gehen wir mit ihm spazieren. Hier ist Gul'ran. Oh, haben wir ihn verpasst? Er ist schon weg. Vermutlich hat er sich einfach in Luft aufgelöst, der Gute. So. Na, was haben wir hier?
Keine Gegner da. Einmal so mal brauch. Echt eine relativ trostlose Steppe gerade. Mit einer einsamen Truhe ohne Falle. Ah. Stiefel waren Teleportationsstiefel. Schaden, was hatten wir hier? 194, wir brauchen also im Prinzip eine Zweitwaffe, die besser ist als 200 Schaden. Oh, das wird schon relativ schwierig zu finden sein. Aber gut, vielleicht finden wir irgendwann was. Stützpunkt in der Nähe. Kommen wir da vorbei direkt? Oder hier unten? Na, wir laufen erstmal nach Gulran. Schon wieder so wenig Gegner hier. Dann können wir auch immer mal unsere Ulti verballern. So, ich glaube, jetzt dürften wir sogar schon fast da sein. Schon wieder eine hier mit dem Pferd. Blutgetränkter Zugang. Okay, wir sind auf dem besten Weg. Oh, da fliegt einer. Das konnten wir auch. Okay, die haben gerade die Teleportation beherrscht, die Gegner. Zack, auf einmal waren sie da. So. Hier hoch. Jetzt sind wir aber da, oder? Ah, gleich. Und da gibt es auch direkt einen Wegpunkt. Sehr schön. Was war das denn? War das kleine Erdmännchen? Oder war das... Ja, ach wie cool. Wir haben Erdmännchen gefunden. Ich liebe Erdmännchen. Hey, ihr zwei. Und wie cool die Männchen machen können. Macht nochmal Männchen. Bitte, bitte, bitte. Ja, schön. Oh, wie geil. Gefällt mir. Dass man sowas eingebaut hat, finde ich richtig, richtig gut. So.
Wegpunkt aktiviert. Oh, das sieht nicht gut aus da unten. Wir sind da. Gut, dass ihr hier seid. Nur leider ohne Armee oder Belagerungswaffen. Elias ist hier? Zweifelsohne ist er im Palast. Hinter der hohen Mauer und den verriegelten Toren. Wir können nicht hindurch. Ihr wisst, wer es kann. Solaya. Tja. Wie viele Nachrichten waren es? Wie lange sitzt Oyun schon bei diesen Schlechtern dort drinnen fest? Sie ist vielleicht die Letzte, die den Tunnel kennt. Falls sie noch lebt. Falls der Tunnel existiert. Ihr vertraut mir nicht. Natürlich nicht. Ihr seid eine Diebin. Vor Jahren wart ihr nützlich, ja. Doch ihr habt offensichtlich andere Gründe für eure Suche nach Oyun. Das geht euch nichts an. Wenn ich nach Oyun suchen müsste, wo würde ich beginnen? Sie hat ein Haus am Marktplatz. Wir wollten uns dort treffen, doch mir war der Weg versperrt. Kommt bitte in einem Stück wieder. Sieht so aus. Ich bin nicht überzeugt davon, dass diese Oyun das Risiko wert ist. Vielleicht überzeugt ihr mich vom Gegenteil. Oh. Habt mal ein wenig Vertrauen, alter Mann. Dann suchen wir mal nach Oyun. Scharfrichter. Was haben wir gerade bekommen? Ein Ring? Irgendeinen Schutz haben wir doch bekommen. Aber wenn ich unseren Inventar sehe, müssen wir auf jeden Fall bald auch verkaufen gehen. Slot uns was. Oyun, wo bist du? Gib ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen, wenn du gefunden werden möchtest. Oh. Oh, ich hoffe, sie lebt noch. Hier hoch. Wir haben einen Dorfbewohner gefunden. Ich suche jemanden namens Oyun. Die Kannibalen haben sie alle getötet. Okay. Und dich nicht. Ich suche jemanden namens Oyun.
Die Kannibalen haben sie alle getötet. Na, ich hoffe nicht mal, dass es wirklich alle waren. Nein, nein! So. Lass nicht zu, dass sie mich kriegen! Oh. Das sieht doch... Danke, danke! Ganz nach Oyun aus. Nein, eine Dorfbewohnerin. Habt ihr jemanden namens Oyun gesehen? Ich weiß nicht. Die Kannibalen holen sich alle. Sie töten und fressen. Aber manche schleifen sie fort. Zu den Gefängnissen, wie ich gehört habe. Warum sollten diese Monster irgendwen am Leben lassen? Das ist eine gute Frage. Die Gefängnisse. Vielleicht könnte Oyun noch am Leben sein. Die Gefängnisse. Finde das Gefängnis. Wahrscheinlich müssen wir wieder runter und hier hinten durch. Oh, da gibt es auch eine Truhe. Hier geht's runter. Ah. Habt ihr jemanden namens Oyun gesehen? Seid ihr verrückt? Bringt euch in Sicherheit. Rettet euch selbst. Jeder ist sich selbst der Nächste. Hm. Das ist schön. Oh. Damit habe ich nicht gerechnet, ganz ehrlich. Die kam einfach hier hochgesprungen. Hm. Na gut, gehen wir hier runter. Robuster Beinschutz. Plus 98. Was haben wir hier momentan? Kugelblitz benutzen wir nicht. Wenn wir verletzt... Oh, zusätzlich 10% Ressourcen. Sehr schön. 100 mehr Verteidigung ist auch gut. Ich denke, hier geht es auf jeden Fall nicht lang, aber ich wollte die Gegner hier noch mitnehmen. Yep. Hier sind wir wieder am Anfang dann. Okay. Robuste Stiefel. 2,1% Kostenreduktion für Mana. Das ist auch interessant. Kostet dann alles 2% weniger? Jede Fähigkeit, die wir... Oh, wen haben wir denn hier? So, wo ging es denn weiter? Hier drüben. Echt stark. Runenband. Hm, plus 40. Ah, verpassen wir eins. Oh, aber 6 zu leben beim Töten eines Gegners. Das ist fast noch besser als eins zu Hydra.
Die sind ja schon da. Leider ein bisschen zu spät, wie es scheint. So, wo ist denn jetzt dieses Gefängnis, von dem alle reden? Und was haben wir da unten? Irgendein Totem, was angezündet wurde? Wo lang? Hier lang? Oh, Ketten, das sieht schon nach Gefängnis aus. Ja, sehr gut. Findet einen Weg. Hm, hier kommen wir nicht rein. Das sieht so aus, als müssten wir hier rüber. Und ein bisschen klettern. So, jetzt müssen wir nur noch Oyun finden. Keine Oyun hier. Ein Bestrafer. Autsch. Erstmal den Bestrafer bestraft. Noch ein Bestrafer. Schon ein großes Gefängnis. Okay, ich glaube, wir haben sie direkt gefunden. Sehr gut, den Schlüssel zum Gefängnis. Oyun, seid ihr hier? Wer? Wer ist da? Wir sind deine Rettung. Ihr seid nicht er. Wer seid ihr? Das Hacken, es hat aufgehört und ich dachte, er würde mich als nächstes holen. Eure Freundin Solaya hat mich geschickt. Sie ist immer noch hier? Ihr werdet sie bald sehen. Wir müssen über den Markt. Ich kenne einen anderen Weg. Er ist sicherer. Der alte Gefängnisflügel. Er wurde vor Jahren nach einem Erdbeben versiegelt. Okay, dann kommen wir dir hinterher. Woher sind die Kannibalen gekommen? Hier. Sie waren Gefangene. Dem Mauer da vorne. Das war früher der Eingang zum alten Gefängnistrakt. Könnt ihr sie durchbrechen? Aber sicher doch. Sie brennt schon.
Und hier sind sicher keine Gegner. Oh. Ein paar Leichen. Nein, ich dachte, es wäre sicher. Wir schlagen uns durch. Bleib dicht bei mir. Ist doch sicher. Und was nicht sicher ist, wird sicher gemacht. Dafür ist unsere Explosion hier echt gut. Der hält ordentlich was aus hier, der Brocken. Plus 26 zum maximalen Leben. Wenn wir verletzt sind, verleiht euch ein... Oh, zusätzlich eine Barriere. Okay, ich glaube, das nehme ich in Kauf für die plus 5 und minus 5. Das heißt, wenn wir jetzt einen Trank nehmen, haben wir keine Barriere. Komisch. Na gut, das stand doch da, oder? Na gut, wir beobachten das Ganze mal. Verletzt heißt wahrscheinlich, wenn wir irgendwie unter 50% HP haben oder so. Stufe 27, sehr schön. So, was nehmen wir dazu? Eigentlich muss ich die Hydra dazu nehmen. Wenn wir jetzt die ganze Zeit Hydra spielen, dann brauchen wir eh mehr Schaden mit der Hydra. Seht, ein Riss in der Wand. Dann sollten wir diesen Riss wohl nehmen. Ich kann nicht. Das Licht. Es tut weh. Kein Problem. Du hast einen kleinen Augenblick. Erzählt uns aber, was wisst ihr über Elias? Ich habe ihn am königlichen Hof gesehen. Er kam herein, unangekündigt. Verlangte, dass man ihm die Stadt überließ. Die Aufseher schickten ihn natürlich ins Gefängnis. Sie lachten die ganze Nacht lang über den seltsamen Kerl. Dann lachten sie nie wieder. Ja, man soll nicht so voreilig über andere lachen. Wer waren denn die Aufseher? Königliches Blut. Sie haben Gul'ran über Generationen beherrscht. Dekadent und grausam. Aber im Vergleich zu Brohl waren sie Heilige. Und warum seid ihr nicht geflohen?
Ich habe zu Hause auf Solaya gewartet. Als mir klar wurde, dass sie nicht kommen würde, wollte ich flüchten, aber diese Monster haben mich geschnappt. Okay, seid ihr bereit? Ja. Wo ist sie? Einfach immer der Nase nach. Kommt mit, ich führe euch zu ihr. Bringt das Tier zum Schweigen. Ganz ruhig. Es ist jetzt sicher. Hier oben kann dir nichts geschehen. Ein Pferd. Ich möchte reiten. Solaya! Oyun! Oh, du bist zurückgekommen. Du hast gewartet, dich in Gefahr gebracht. Oh, natürlich habe ich das, du sture Kuh. Wo sollte ich ohne dich denn hingehen? Hauptsache weg von hier. Nun, ich muss zugeben, ihr seid vom Glück gesegnet. Ah, Lorat hat sie hier auf die Suche nach dir geschickt. Sie müssen dringend in den Palast. Es gibt einen alten Fluchttunnel. Der Eingang liegt in den nahen Kavernen, hinter einem Alkoven mit dem Kreuz des Aufsehers. Zwei Säbel am Griff verbunden. Drück den linken Knauf und der Weg ist frei. Kavernen. Es könnte schlimmer sein. Wanderin. Ich danke euch. Gebt gut auf euch Acht. Auf geht's! Höher! Das war das Pferd des Händlers. Das bleibt besser unter uns. So. Wie geht's weiter? Wisst ihr, als wir uns das erste Mal trafen, nahm ich an, dass euch diese Verbindung mit Lilith in die Dunkelheit führen wird. Genau wie Elias. Aber nach all den guten Taten, die ihr hier vollbracht habt, lag ich vielleicht falsch. Wir werden sehen. Was machen wir hier? Okay, also kleine Bugs sind anscheinend noch im Spiel integriert. Die Beine waren gerade komplett abgeknickt.